Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal wollen wir sprechen über das Ein- und Ausschalten von Spulen. Okay? Schaut sehr ähnlich aus wie das Ein- und Ausschalten oder das Aufladen und Entladen von Kondensatoren. Nur tauschen irgendwie Strom und Spannung die Rollen. Wir werden sich das jetzt anschauen. Okay? Folgende Situation haben wir. Wir haben eine Spannungsquelle, ja? Wir haben einen Schalter und wir haben eine RL-Kombination, also eine Serienschaltung von einem Widerstand und einer Spule. Man kann auch sagen, wir haben eine reale Spule von mir aus, ja, mit einem Widerstand und einer idealen Induktivität. Und wir haben zwei Schalterstellungen. Einmal ist das RL-Kombination, ist die RL-Kombination kurzgeschlossen, ja, und einmal wird sie auf die Spannungsquelle geschaltet. Und jetzt wollen wir sich überlegen, was damit die Spannungen und auch mit dem Strom, der da durchrinnt, also da rinnt der Strom I durch, was passiert hier? Okay, also, das Erste, was wir uns anschauen werden, ist, wir schalten von dieser Stellung, die haben wir jetzt, sagen wir, lange, alles ist vorbei, ja? Das heißt, das UR ist 0, das I ist 0, das UL ist 0, alles ist 0, das UG ist sowieso 0, weil das runtergeschaltet ist, und jetzt schalten wir ein. Das passiert zu diesem Zeitpunkt hier. Das ist eingeschaltet. Ja? Was bedeutet das Einschalten für das UG zum Beispiel? Das UG ist zuerst 0, haben wir gesagt. Und nachher, wenn wir einschalten, muss UG ja sofort auf U0 nach oben springen. Das heißt hier, das ist das UG und das bleibt hier konstant, geht darüber. Das, diese strichlierte Linie da praktisch, das ist UG. Okay? Muss ja so sein, ne? Maschenregel, U0 und UG ist gleich. So. Wir haben auch gesagt, der Strom, der ändert sich nicht. Ja? Also wir haben, irgendwann werden wir einen Strom I0 erreichen. Ja? Zeichne ich auch jetzt hier gleich ein. Aber im ersten Moment bleibt der 0. Wenn der Strom also im Zeitpunkt ganz kurz nach dem Einschalten 0 ist, ist UR gleich 0, weil es gilt das Ohmsche Gesetz, U ist R mal I, wenn I 0 ist, ist UR auch 0. Okay? Das heißt, das UR ist 0. Was heißt das für das UL? Wenn das UR 0 ist und das UL, das UG ist U0, muss ja das UL praktisch das ganze U0 haben. Das heißt, mein UL geht da nach oben, springt da nach oben und ist praktisch U0. So, wenn wir jetzt aber an einer Spule eine Spannung haben, dann ändert sich der Strom. Okay? Das heißt, der Strom wird nicht 0 bleiben, sondern der wird mit einer gewissen Änderungsrate hier nach oben steigen. Okay? Der Strom wird sich nach oben ändern. Wenn sich der Strom nach oben ändert, so wird UR ansteigen. Im gleichen Maße, wie der Strom ansteigt, wird auch UR ansteigen. Das zeichne ich hier ein. Also UR steigt an mit einer gewissen Steigung. Und im gleichen Maße, wie UR ansteigt, muss UL weniger werden. Das heißt, mein UL wird genau mit dem gleichen mit der gleichen Rate weniger. Ja? Und ich habe das da schon jetzt eingezeichnet. Es ist so, dass es wieder Zeitkonstanten gibt. Also hier haben wir die Zeit Tau, hier haben wir die Zeit 2 Tau, hier haben wir die Zeit 3 Tau, hier haben wir die Zeit 4 Tau, hier haben wir die Zeit 5 Tau. Und das geht wieder ganz genauso wie mit einer E-Potenz. Ja? Das heißt, der Strom, ja, erreicht nach einmal der Zeitkonstante da ungefähr 63% und dann geht er halt so nach oben, ja, und das schaut halt so aus wieder. Also ganz genauso wie beim Kondensator aufladen, haben wir hier prinzipiell die gleichen Kurven, nur diesmal halt, also beim Kondensator aufladen war das ja die Spannung praktisch, die sich so langsam aufgebaut hat. In der Spule ist es jetzt der Strom, der sich so langsam aufbaut. Und auch 5000 sind wir bei 99,5%, sind wir ungefähr da. Ja. Also das geht hier. Der I geht so nach oben. Okay.
Wenn jetzt der I nach oben geht, geht UR genauso nach oben. Das heißt, UR geht praktisch parallel zu dem I so nach oben. Ja? Erreicht nachher nach 5 Tau ebenfalls praktisch U0. Und im gleichen Maße wie das, also das dünn durchgezogene da ist jetzt das UR, ja? Und im gleichen Maße, wie das UR nach oben steigt, sinkt natürlich das UL ab, ja? Und das UL wird nachher eben nach 5 Tau dann irgendwo ziemlich Null erreichen, wird so ausschauen. Okay? So schaut das aus. Hier nach einer Tau sind wir praktisch ungefähr auf 63%, um 63% abgefallen. Das heißt, da sind wir 37%, jetzt schreibe ich es richtig, nicht so wie beim Kondensator, auf 37% abgefallen. Und immer wieder falle ich, wenn das 100% sind, auf 37% ab und so weiter. So sieht das aus. Ja? Das heißt, mein Strom I0, schauen wir, wie der ist. I0, der rinnt am Schluss, und mein UR hat jetzt mein ganzes U0. Ja? Ohmsches Gesetz gilt, das ist also das U0 dividiert durch R. Ja? Ohmsches Gesetz, weil da hinten habe ich da, ist nur mehr da der Strom durch, nur mehr das da, UL ist 0, interessiert mich nicht mehr, das ist I0. Ja? Das heißt, der Strom an und für sich, der sich da durch einstellt, der I von T, ist gleich mein I0 und dann habe ich 1 minus E hoch minus T durch Tau. Okay? Und dieses Tau ist die sogenannte Zeitkonstante. Ja? Das Tau ist wieder die Zeitkonstante. Wo ist mein schwarzer Stift? Hier ist mein schwarzer Stift. Tau ist gleich L durch R. So berechnet sich das. Ja? Und das ist die Zeitkonstante. Die Zeitkonstante des Systems. Okay? Wie schaut jetzt das UL von T aus? Das ist U0 mal E hoch minus T durch Tau. Ja? So schaut das aus. Springt er von 0, buck, wenn T 0 ist, ist das 1, springt er von 0 und dann wird es wieder immer weniger. Je größer T wird, desto kleiner wird dieser Ausdruck. Passt. Ja? So schaut das aus. Das ist das Einschalten einer Induktivität. Ja, der Strom baut sich langsam auf, ja, die Spannung und die Induktivität sinkt, ja, und die Spannung am Widerstand steigt dadurch. Gut, wie schaut das beim Ausschalten? Ja, zu Beginn haben wir ja praktisch U0, mein UG, ja, ist U0, und wenn ich dann in dem Zeitpunkt, ja, jetzt schalte ich zurück. Das ist dieser Zeitpunkt hier. Okay. Habe ich zurückgeschaltet. Das heißt, in diesem Zeitpunkt, wenn das, da ist 0, muss ja das auch 0 sein. Muss ja UG 0 sein. Ja? Das heißt, mein UG springt hier auf 0 und bleibt hier auch 0. Ja? Bleibt hier 0. Und ich schreibe da jetzt gleich wieder, dass er diese Zeitkonstanten dazu praktisch, also da haben wir Tau, 2 Tau, da haben wir 3 Tau, da haben wir 4 Tau und da haben wir wieder 5 Tau. Was passiert mit UR? Nun, der Strom ändert sich nicht. Der Strom ist ja auf I0 heroben. Da haben wir wieder I0. Der Strom ändert sich nicht, sondern, das heißt auch, mein UR ändert sich nicht mehr. Das heißt, mein UR bleibt im ersten Moment auf I0. Wenn jetzt aber die Summe UG 0 sein muss und das UR ist ja U0,
dann muss ja das UL praktisch sie umdrehen, ja, und muss minus UL sein, minus um 0 sein. Und das passiert auch. Zuerst war die Spannung hier auf UL 0 und dann springen wir hier runter, ja, auf minus U 0. Okay. Wenn jetzt die Spannung an der Spule negativ ist, dann ist die Änderungsrate des Stroms negativ. Das heißt, mein Strom wird anfangen zu sinken. Und wieder natürlich mit dieser Zeitkonstante, wenn mein Strom sinkt, wird auch mein UR sinken, wieder auch mit der gleichen Zeitkonstante, wie mein Strom sinkt. Und im gleichen Maße, wie UR sinkt, muss natürlich auch betragsmäßig mein UL sinken. In dem Fall steigen, weil in Summe müssen wir 0 ergeben. Ja? So. Und jetzt wird es natürlich wieder so eine E-Potenz machen, das heißt, mein Strom I wird hier weglaufen, wird hier irgendwo durchgehen und wird nach 5 Tau dann tatsächlich dann 0 erreichen. Ja? Ist also praktisch, klingt so aus, wenn man das so sagen will. Ja, ich mache das jetzt noch fett, dass man das gut erkennen kann. Also das ist das I von T. Ja. Da wieder auf 37% abgesunken von 0. Im gleichen Maße sinkt natürlich der UR, sinkt praktisch parallel dazu und erreicht ebenfalls 0 bei 5 Tau. Ja. Also da haben wir das UR. Und im gleichen Maße wie UR sinkt, ja, steigt UL, ja, weil sind sie betragsmäßig das gleiche. Schaut so aus. Ja. Das ist jetzt UL. Das ist spiegelbildlich. Ja. Es geht wieder, das habe ich da gar nicht einzeichnen, das Fette da, das ist UL. Ja. Das gilt hier rüber auch. Ja. Aber die gleiche Dings gemacht. Ja. I0 ist natürlich nach wie vor das gleiche. Und jetzt, ja, was ist jetzt praktisch das I von T? Ja. Nach dem Umschalten ist das I0 mal E hoch minus T durch Tau. Ja. Und was ist das UL von T? Das ist minus U0 mal E hoch minus T durch Tau. Mit den gleichen Zeitkonstanten Tau, L durch R. Ja. U0. So schaut das aus. Ja. Es entsteht also eine Induktivität, entsteht hier so eine Buckspitze. Okay? Jetzt überlegen wir sich, was passiert, wenn ich hier einen Widerstand einpflanze. Ja? Da ist ein Widerstand. Das heißt, ich schalte ein zusätzlicher Widerstand RZ. Ja? Ich schalte also nicht einen Kurzschluss drauf, sondern schalte einen Widerstand drauf. Ja? Weil ich eben einfach ausschalte. Ich kann das jetzt so modellieren, dass ich sage, okay, ich schalte aus und das RZ ist halt sehr groß. Ja? Was passiert, wenn das RZ sehr groß ist? Der Strom ändert sich nicht. Okay? Der Strom ändert sich nicht. Der kann sich nicht ändern durch die Induktivität. Das bedeutet, der RZ macht einen großen Spannungsabfall. Okay, weil der Strom, der durchrinnt, bleibt er gleich. Das heißt, es ist nicht nur das UR, sondern es ist also das URZ da zusätzlich und das UL springt dann nicht auf minus und null, sondern das springt viel höher. Ja? Weil es muss ja jetzt den Strom durch beide Widerstände treiben. Und je größer dieser RZ ist, ja, desto größer wird diese Spannungsspitze nach unten. Das heißt, beim Ausschalten einer Induktivität kann ich je nach Lastwiderstand sehr hohe Spannungsspitzen erreichen. Okay.
Das wird manchmal technisch ausgenutzt, bei Zündspulen oder so weiter. Ja? Und diese Spannungsspitzen können das Vielfache an dem U0-Bit, also U0, sagen wir, beim Auto sind es 12 Volt, ja? Und da erreiche ich tausende Volt noch, ja? Weil das ist ja praktisch, wenn ich mir vorstelle, so ein Z ist sehr riesig, das ist eine Unterbrechung, ja? Dann entsteht da praktisch eine unendlich große Spannungsspitze. Das passiert natürlich nicht, weil wenn da nämlich eine Unterbrechung ist, dann fliegen dann irgendwann die Funken da und es rinnt trotzdem ein Strom. Ja? Dann ist die maximale Feldstärke der Luft oder was auch immer Isolationsmaterial da drinnen ist, überschritten. Es fliegt die Funken und es baut sich der Strom ab. Aber überall, wo ein Funken fliegt, gibt es irgendwelche Zerstörungen, ja? Weil Funke ist sehr heiß und der wird halt dann mikroskopisch, im besten Fall mikroskopisch kleine Partikel aus den Kontakten reißen. Im schlechtesten Fall bleibt der Lichtbogen stehen und schmilzt mal kleinwölbig die Kontakte. Ja? Das gehört natürlich verhindert. Das heißt, beim Ausschalten von Spulen muss man irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass diese Spannungsspitzen, die hier entstehen können, wenn man hier einen zusätzlichen Widerstand drinnen hat, ja, dass die irgendwie minimiert werden. Okay? Und das schauen wir uns jetzt an, was wir da machen können. Ja? Nehmen wir einen anderen Zettel und dann zeige ich das her. Ja, also wie begrenzt man jetzt diese Spannungsspitzen, die beim Ausschalten einer Spule entstehen können? Ich habe das da nur mal skizziert, gell? Das ist jetzt die Spule und die wird einfach ausgeschalten. Das heißt im Prinzip, dass das RZ hier, ja, das wird jetzt nicht auf Kurzschluss geschalten, sondern dass das RZ hier praktisch unendlich ist. Und wir würden praktisch eine unendlich hohe Spannungsspitze bekommen. Wie gesagt, was passiert an und für sich ist, dass da oben die Funken fliegen am Schalter und das dann trotzdem weiter rinnt, weil einfach die Spannung da so groß wird. Es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie ich diese Spannungsspitzen abbauen kann. Ja? Eine Variante ist eine Freilaufdiode. Eine Diode ist an und für sich ein Bauelement, gell, das nur in eine Richtung leitet. Ja? Das ist das Symbol, also da ist das L, da ist das Symbol einer Diode. In diese Richtung sperrt sie, da lässt sie nichts durch und in diese Richtung kann aber der Strom rinnen. Ja? Das heißt, wenn da der Strom I rinnt, ja, da rinnt der Strom I, ja, durch die Spule durch. Und wenn dann da außen abgeschalten wird, dann rinnt der Strom so in Kreis. Okay? Das heißt, die Freilaufdiode an und für sich übernimmt den Strom, bis der weg ist und dann passt es. Ja? Was ist jetzt die Freilaufdiode? Was hat die für Vorteile? Ja? Die Vorteile an und für sich ist, dass es billig ist. Billig, einfach. Deswegen wird es auch oft verwendet. Ja? Der Nachteil ist, dass es, wenn da irgendwo elektronische Bauelemente drin sind, dann können die Spannungsspitzen, die durch so eine Diode entstehen, dann doch zu groß sein. Gell? Also nicht für empfindliche Elektronik. Also wenn das da, gell, das funktioniert nicht so gut. Also das ist die Freilaufdiode hier. Ja? Und das geht halt so in Kreis, der Strom. Und wenn die normale Spannung anliegt, dann sperrt die Diode und es rinnt kein Strom. Passt. Kondensator, ebenfalls ein Bauelement, welches den Strom übernehmen kann, ja? Dann lädt er sich halt auf. Ja? Und im normalen Betriebsfall, ja, da ist auch eine Unterbrechung. Ja? Das zeige ich ebenfalls einfach eigentlich. Ja? Aber was da passieren kann, ja? Was da passieren kann ist, jetzt lädt sich der Kondensator auf, dann haben wir da eine Spannung an der Spule, dass das schwingt. Ja? Es entstehen einfach Schwingungen. Ja? Das ist ein sogenannter Schwingkreis nachher. Ja? Das könnte man machen. Ja, man könnte einfach einen Widerstand einbauen. Man sagt, okay, Buck, der Strom, dann soll er noch über den Widerstand rennen. Und je nachdem bauen wir halt einen halbwegs großen Widerstand ein. Dann ist halt die Spannungsspitze da größer, aber halt doch begrenzt. Ja. Aber ich meine, das ist ebenfalls einfach. Ist klar. Ne? Widerstand eine Schrauben, eine löten, kein Thema. Aber
hier entsteht eine permanente Verlustleistung. Weil, wenn ich da die normale Spannung anlege, rinnt da immer Strom daneben vorbei auch. Also wir haben hier Verlustleistung. Dann haben wir Varistoren, die dann nehmen diese Verlustleistung weg. Ja? Weil Varista, der ist im Normalfall eine Unterbrechung, und wenn die Spannung ein gewisses Spannungsniveau überschreitet, da, dann auf einmal wieder leitend. Ja? Also dessen Widerstand, der Widerstand dieses Varistas ist spannungsabhängig, ist ein spannungsabhängiger Widerstand. Ist die Spannung klein, hat er einen hohen Widerstand, ist praktisch eine Unterbrechung. Ist die Spannung groß, hat er einen geringen Widerstand und leitet die Überspannung ab. Ich meine, das ist ja ideal. Ja? Das ist ja voll super. Und das ist auch robust. Ja? Das ist robust. Ja? Höhere Spannungen. Möglich. Ja, höhere Spannung sind möglich. So Varista ist keine schlechte Sache. In dem Fall. Ja. Der halt nur leitet, wenn die Spannung zu groß wird, dann leitet er kurz, und wenn die Spannung dann wieder kleiner ist, passt. Ja. Großer Nachteil an diesen Dingen ist Alterung. Alterung, sie werden einfach kaputt mit der Zeit. Ja. Also diese Spannungsabhängigkeit ist dann nicht mehr so gegeben, und dann muss man es austauschen. Ja? Also eine gewisse Alterung, ein gewisser Verschleiß in diesen Halbleiterbauelementen ist gegeben. Und dann haben wir noch eine Suppressordiode. Suppressordioden funktionieren ähnlich wie Dioden, ja? Nur es gibt es auch bidirektionale, so wie ich sie eingezeichnet habe. Die leiten praktisch Spannungen in beide Richtungen, wenn sie einen gewissen Wert überschreiten. Die haben sehr steile Kennlinien im Vergleich zu einem Varista. Ja? Also da kann man wirklich genau sagen, bei der Spannung, puh, leite. Ja, ein Varista hat einen gewissen Übergang, und so eine Suppressordiode, die schaltet nachher durch. Ja, das ist ziemlich scharf, diese Grenze. Macht es natürlich optimal. Ja, und es hat sehr kurze Ansprechzeiten. Varista ist ein bisschen langsamer. Also die Suppressordiode, kurze Ansprechzeiten. Hohe Steilheiten, Suppresse. Das ist der Goldstandard, ja? Und ein Goldstandard hat den Nachteil, dass er teuer ist. Teuer! Ja? Aber das wären auch noch für sich die Möglichkeiten, wie man so eine Spannungsspitze von einem Ausschalten einer Spule vermeiden kann. Ja? Das wird am häufigsten verwendet, so ja, Freilaufdioden sieht man sehr häufig. Auch auf irgendwelchen Relais. Hier haben wir zum Beispiel ein Relais, ja, und ein Relais hatte drinnen diese Spule, ja, und diese Spule muss auch ausgeschaltet werden. Deswegen steckt hier daneben eine Freilaufdiode, ja, die steckt einfach daneben, und das ist genau das. Ja, da ist die Spule vom Relais und daneben steckt die Freilaufdiode. Passt, sind wir schon fertig, oder? Industrielle Anwendung. So schaut das aus. Ein- und Ausschalten einer Spule. Jetzt wissen wir das auch. Und das war es auch mit dem magnetischen Feld. Okay. Wir wissen jetzt relativ viel über das magnetische Feld. Wir wissen dann, wie sich Spulen verhalten, wie es eine Spannungsspitze ist, wie wir es bekämpfen und so weiter. Das soll für uns reichen aus den magnetischen Erscheinungen. Ja. Ich hoffe, es hat halbwegs gefallen. Was ich natürlich empfehlen kann, ist die nächste Playlist, die nächste Compilation aus verschiedenen Videos. Da geht es dann um Wechselstrom. Ja, Wechselspannung, Wechselstrom. Bis jetzt haben wir immer Gleichspannung, Gleichströme verwendet. Also das nächste Thema wäre dann praktisch Wechselspannungen. Wenn es freut, kann man das ja ansehen. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.